Bin bereit. Schön. Um 7 mach doch einfach eine Aufnahme von dem, was wir hier sagen. Dann kannst du Nein, da später wird noch mal. Keine Ausnahme gemacht. Aufnahme! Ist in diesem TS nicht erlaubt. Wir machen keine Aufnahme, wir machen das schriftlich. Guck mal, was hab ich da oben neben meinem Namen stehen? Was hast du neben deinem Namen stehen? So, Frau Soné aus dem Fahrzeug raus. Wow, wow, wow. Hier hinten nix. Ist das dein Ernst jetzt? So. Alle Mann jetzt vor die Fahrzeuge stellen, bevor wir jetzt hier richtig anfangen. Los. Hi, André. Ja, Cross, du auch zum Fahrzeugen. Also, André, ich bin da, ne? Muss bin ich Bescheid sagen. Gut. Ist Bescheid. Ja. Weiß ich Bescheid. So, ne, dann begrüße ich erstmal alle zur ersten offiziellen Sitzung der Polizei. So, ich bin ja jetzt seit circa 4 mal Daumen 2 bis 3 Wochen Polizeichef. So, und ich möchte gerne, dass wir uns mindestens einmal im Monat zusammenfinden und über die Polizeiarbeit, den Server und eventuelle Probleme, die aufgetreten sind, unterhalten. Das spricht. Oh, Moment, ich muss mal ein bisschen weiter zurück, sonst kriege ich alles aufs Bild. Fürbeck steht da irgendwie falsch, oder? Ja, der geht gleich in rein und geht, keine Sorge. Ja, ich bin gerade in der Küche gleich da. er ist gerade in der Küche gleich da, hä? Was verpasse ich hier gerade? Was für ein geiler Rechner ist das denn? WLAN-Headset. Achso, okay, ja gut. Keine Angst, den Toilettengang erspare ich euch. Gut, gut. Oh. Lea steht wieder sehr gerade. Brust raus. Ist doch der Bauch aber okay. Soll ich auch eine Waffe rausholen? Nein, was Knubbel am Arsch. Wart noch, bis der Herr Fürek sich da in Reihe gestellt hat für das Foto. So, fangen wir mal erstmal grundsätzlich an. Also, ne, ich finde erstmal schon mal schön, dass so alle da sind und dass wir so viele Polizisten im Dienst haben, wovon ich einige kaum sehe. Liegt jetzt vielleicht am Sommerloch, ich weiß das selber, ich kenne das, da ist man lieber draußen als wie drin. Als wie drin? Ja, als wie drin im Raum, im Gebäude, im Haus, in der Wohnung, als am Rechner. Heißt es nicht als Ei, ich hau dir gleich in die Klamüse, jetzt sei ruhig. Wunderbar. Yes, Sir! Geht doch. So, ja, des Weiteren wird die ganze Zeit zu einer Revolte aufgefordert von der Frau Sumsee. Stimmt doch gar nicht! Wenn die Frau Sumsee so weitermacht, gibt das ganz schnell eine Degradierung wegen Meuterei zum Rekruten. Wieso Meuterei? Die meutern doch gar nicht hier rum. Sie will meutern. Okay, ja, ich schreibe ins Protokoll, Revolte von Sumsi wurde abgesagt. Wunderbar. Wunderbar. In Klammer zumindest für 2 Tage. Okay. Des Weiteren, wie ihr ja mitbekommen habt, bin ich jetzt seit circa einer halben Woche bis Woche Server-Admin. Hui. Ja, das ist irrelevant. So, Foto habe ich. Schön. Ach, alles schön mit noch das. Ein so Foto. Schön. Ja, jetzt muss ich ein bisschen näher kommen, um die Beamten alle drauf zu kriegen. Wie sie salutieren und gerade stehen. Was soll das? Salutieren? Ja. Ja, komm, alles für mich. Hätte jetzt geschossen. Ich, was denkst du dir denn? So näher ist verletzt. So, einmal machen. So näher. Bin der größte Mann. So näher, ich möchte das Foto machen. So näher ist, glaube ich, krank. Ja, die soll mal aufstehen. Aufstehen! So, ja, genau, und jetzt noch salutieren. Ich hätte jetzt gedacht, ich drücke. Gibt's eigentlich die Taste mit Stinkefinger? Nein. Ja. Ich glaube, die gibt's nur in einer Version. So, haben wir. Hätte ich jetzt gedacht, dass Wunderbar. Sie die drückt. So, des Weiteren, ihr seht ja, ne, wir sind jetzt wie viele Beamte? 2, 4, 6, mindestens 8, drei. 9. 10 Beamte. 10 Beamte, die gerade hier online sind. Kurze Frage, muss ich mich nur irgendwo hinstellen? Ich muss Pommes rumdrehen. Nee, mach du, bleib mal hier. Oh, Sonja wurde getötet. What the fuck? Hey, Leute!
Alter, hier stelle ich mich weg, hier bleibe ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Killer-Virus, Killer-Virus. Oh Mann. Arschloch. Das Geld. Jetzt hauen alle ab. Das Geld kommt in die Kaffeekasse. Oder in die Red Bull, Red Gold-Tasse. So, des Weiteren sind, wie angekündigt, im Forum einige Sachen hinzugekommen, wer einige Sachen das gemacht wurden. Ich würde vorschlagen, dass jetzt nur André redet. Ja, bitte. Das wäre mal nett. Sonst müsste ich gleich wieder administrative Strafen verteilen. So. Also, wie gesagt, im Forum hat sich einiges geändert. Es wird sich noch mehr ändern. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, irgendwas habt, was den Server angeht, postet das bitte ins Forum. Weil entweder ich oder Chris sind täglich im Forum online und gucken uns die Vorschläge an, notieren die uns und überlegen, was wir dann damit machen. Des Weiteren sollten in-game irgendwelche Fahrzeuge als Zivilist oder als Polizist durch ein Diesel kaputt gehen, bitte an den Herrn Mundraub wenden. Das ist unser neuer Supporter, der notiert sich alles, gibt das dann auch an uns weiter. Oh, sollte es zu Trolling-Attacken kommen, beziehungsweise wie der Herr Lorenzen gerade so schön gemacht hat, habt ihr zwei Möglichkeiten. Variante 1, ihr trollt zurück, indem ihr ihn irgendwo, was weiß ich, an irgendeiner Ecke rauslasst, wo er zurücklaufen muss. Das ist ärgerlich langsam genug. Ich dachte, aber wir sollen dumm zurücklabern. Wir trollen zurück. Könnt ihr auch gerne machen. So, oder eine Stunde in den Knast schicken. Eine Stunde, gut. So, Trolling ist alleine für eine Stunde. Alle anderen Straftaten, es werden keine höheren Knastzeiten verhängt als 45 Minuten. Außer Trolling eine Stunde. Des Weiteren ist das Gefängnis gefixt worden. Wenn man darin sich ausloggt und wieder einloggt, kommt man direkt wieder ins Gefängnis. Das ist geil, das ist gut. Gibt aber noch was. Und was? An einer Ecke kann man sich ja ausloggen. Gleich. Sowas zum Beispiel müsst ihr bitte ins Forum schreiben, damit wir die Bugs beheben. Ja? Also auch immer schön täglich online sein im Forum. So, des Weiteren, bin wir alle da. Alle Polizisten haben grundsätzlich einen zweiten Account zu haben, wo sie Scheiße bauen können, wenn sie offline, also wenn sie als Rebellen sind. Oder als Zivilisten. Bitte keine Cop-Sachen mit, also den Cop-Namen verwenden, wenn ihr irgendwelche Scheiße baut. Wenn ihr zum Beispiel legale Sachen farmt, ist mir das egal, aber sobald ihr irgendwas Illegales vorhabt, loggt euch um und macht einen anderen Namen. Oh. Es ist einfach, es sieht besser aus. Es sieht scheiße aus, wenn du dann auf einmal als Cop dann, also, ach, du bist doch Cop, ne? Das sieht einfach nicht aus. So, des Weiteren habe ich ja, wie gesagt, schon Regeln im Forum veröffentlicht, die auch so gut wie fast jeder der hier Anwesenden ist gelesen hat und auch mir eine PN geschickt hat. Alle, die dies noch nicht getan haben, bitte ich das dann im Laufe des Tages bzw. heute oder morgen zu erledigen. Wer versucht hier gerade irgendwie wegzufahren? Hallo? Habe ich irgendwie Hallo? Lorenzen mit dem Boot. Ja gut, da kümmere ich mich jetzt drum. Alle anderen gehen mal jetzt hier bitte wieder weg. Danke schön. Strikte Feuerlaub. Nein, das wird eine Adminstrafe, wenn er so weitermacht. Ich habe gesagt, er darf 20 Meter ins Haku. So. Des Weiteren, ja, wie ihr ja wisst, das Haku hat sich geändert, die Tore haben sich geändert. Alle, die Tore hier am Haku und am Gefängnis noch nicht kennen, ist wie folgt. Hier am Haku ist das Tor zu öffnen mit Shift B. Am Gefängnis gibt es zwei Tore, wo ihr mit den Fahrzeugen reinkommt. Das ist Shift 1 und Shift 2. Dementsprechend auch dieselben Tasten, um dieselben Tore wieder zu schließen. Des Weiteren, wenn ihr ins Gefängnis reingeht, müsst ihr ein weiteres Tor öffnen, was nur die Polizei öffnen kann. Das könnt ihr mit Mausrad benutzen. Also wenn ihr wieder rausgeht, müsst ihr durchs Fenster gucken, das Tor angucken und Mausrad drücken, dass das Tor auch wieder zugeht. Ich hoffe, das haben jetzt hier alle verstanden. Ja, das muss ich gleich mal testen. Ja. Ja, das kommt ja, das wird ja notiert im Wenn du etwas Protokoll langsamer redest, dann komme ich noch mit. Ja, ist ja kein Thema, um Gottes Willen. Also, die Tür. Entschuldigung. Und so näher macht das scheiß Lied aus. Wenn ich das jetzt gleich höre, wenn du redest, ne, dann gibt's was auf die Klamüse. Wunderbar. Vergiss es, das lasse ich an. Mecklen.
Was denn für ein Lied? Die Joy-Musik. Turn on the light mal anmachen. Nee, das ist ich kann's lauter drehen. Ja, mach mal bitte. So, des Weiteren, habt ihr Wünsche, Anregungen oder Sachen, die ihr gerne direkt besprechen möchtet, schreibt mich oder Chris an. Ich könnte ja mal theoretisch eine Boxen runter auf meinem Schreibtisch stellen. Nee, sei mal ruhig, sei mal ruhig jetzt. Das können wir gleich machen, wenn die Besprechung beendet ist. So, des Weiteren haben wir wie folgende Strukturen jetzt hier im Polizeidienst. Ganz unten steht der ömmelige, kleine, dumme Rekrut. Zu sehen! Hallo Enjima, schön, dass du auch zu uns stößt. Schönen guten Tag. Bisschen spät, aber du bist da, das ist wunderbar. So, zu sehen ist der Rekrut anhand seiner schönen Jogginghose und seinem weißen, ärmellosen Hemd. Ich will einen Tanktop haben. Ich möchte eine geilere Hose, so. Die Hose ist nicht so schön. Ich weiß gerade im Motorboot. Moment! Wenn jetzt jemand spricht, ist es der André, außer er fordert jemanden auf. Richtig. Ganz einfach. Ist das Schnellboot nicht illegal? Nein, klappe jetzt. So, des Weiteren haben wir dann die Bundespolizei zu erkennen an ihrer komischen schroffen Hose mit Protektoren, ihren Handschuhen und einem langärmeligen, ist das eine Jacke oder ein Pullover? Ein Pullover. Ja, ist ja egal. So, daraufhin kommt danach, wird noch ein Rang eingefügt, wo ihr euch hocharbeiten könnt. Und dann habe ich meine Stellvertreter, die Lieutenants, zu erkennen an ihrer hässlichen kleinen blauen Uniform. Komm halt! Die sind nicht. Ja, das ist die schönste von allen. So. Nee, und dann. Bitte ja andere sehen wir am besten. Nee. Ja, und dann noch natürlich den Polizeichef. Diese schöne schwarze Hose mit den Arbeitsstiefeln. Genau, wunderbar, ne? Also, ihr wisst Bescheid. So, die Ränge sind wie folgt aufgestellt, dementsprechend. Der hat nichts mit der KSK zu tun, hat so eine Uniform. Ja, das ist cool, ne? So, warum nach Bundespolizei? Bundespolizei trägt diese komischen Hosen mit Protektoren. Ja, das schreibe ich gleich noch zusammen. Und SEK, genau. Ne? Nach dem Bundespolizisten wird noch ein Rang eingefügt, den wir jetzt noch nicht namentlich wissen, weil wir uns dann noch was überlegen. Namen wird aber noch einen Rang geben. Namen noch unbekannt. Aber die Zivilisten White und Dings bitte einfach mal stehen bleiben und hier nicht rumrennen. Das nervt ziemlich. Dankeschön. Und jetzt gucke ich mal eben nach dem Motorboot. Das geht mir gerade auf den Sack. Das ist Fabian Lorenzo wieder. Psst. Also, hast du fertig, Sumsi? Ja. Moment. Unter 20 Metern darfst du festnehmen, dann kriegt man Verbot von ganz Kavala. Hab ich ihn nicht erteilt. Ja, sei mal still. So, also, die Ränge sind dementsprechend auch aufgebaut. Die Aufgaben eines Rekruten, damit sie jetzt mal jeder weiß, sind, sobald sie online kommen, sich beim ranghöchsten Beamten zu melden. Dieser dementsprechend, je nachdem wer online ist, es ist. Wenn ein Bundespolizist ist, ist es der Bundespolizist, es ist ein Lieutenant, ist es der Lieutenant, bin ich es. Das ist verständlich. Daraufhin haben sie reine Streife in Kavala zu fahren und Blitzer aufzustellen. Das sind zwei Blitzer, die es nur noch gibt. Und zwar einen zwischen dem Gefängnis und Kavala Markt und einen zwischen Kavala Markt und Pfirsichfeld. André, ich will dich nicht stören, aber er ist wieder da. Das ist Fabian Lorenzo, der ist toll schon die ganze Zeit. Da ist einer ins Wasser gefallen. Der kriegt doch jetzt eine Atmen-Nachricht. Moment. Bin sofort wieder bei euch. Okay. Also, ja. Hinlaufen. Hi, Ruffel. Hallo. Wo bist du vor? Boah, Chris soll jetzt morgen kommen. Ach, das. Dun, 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 dun. Also, ich lauf mal wieder zurück. Was kommst du mit? Gut, Frau Sonjas. Schön. Gewehr. Wasserpistole. So, jetzt bin ich wieder. Ruhe jetzt. So, Rekruten haben folgende Bewaffnung. Ihre Taserpistole und die Sting. Nichts anderes. Wenn ich einen Rekruten jemals mit einer scharfen Waffe sehe, fliegt er sofort aus dem Polizeidienst raus.
Daraufhin, dann kommt die Bundespolizei. Diese hat natürlich das Recht, einen Rekruten mitzunehmen, um Streife im Landesinneren zu machen, beziehungsweise in anderen Städten, anderen Gebieten. Die Bundespolizei muss bitte mit 4 Beamten an einem illegalen Feld auftauchen. Einfach zur Eigensicherung. Sprich, es dürfen ein Bundespolizist, 3 Rekruten meinetwegen sein, aber es haben keine scharfen Waffen ausgegeben zu werden von der Bundespolizei. So, Bewaffnung der Bundespolizei ist eine TRG oder eine MK20. Inklusive natürlich, inklusive Pistole selbstverständlich. Zu versuchen ist grundsätzlich, den Täter festzunehmen und nicht den Täter zu erschießen. Den Täter bitte nur mit scharfer Munition abschießen, sobald Gefahr für eigen oder ziviles Leben besteht. So, dann kommt der Rang, der noch unbekannt ist. Da werden wir noch was überlegen. Das kommt dann in einer späteren Sitzung. Dann kommt der Rang des Lieutenants. Meistens bewaffnet mit einer MX oder wie Frau Sumsi mit einer Sting weiterhin. Diese haben natürlich das Recht, alle Beamten mitzunehmen, irgendwohin, wo sie wollen. Sie dürfen auch mit weniger Leuten als 4 Mann ein illegales Feld raiden. So, und dann kommt mein Rang. Ich habe sowieso das Recht, alle mitzunehmen und egal was zu tun, wenn ich lustig bin. Jetzt, kommt, mal, ist, jetzt kommt mein Rang. Ich darf sowieso alles. Das ist hey, Officer das Dominik! Ist doch so. Lol. Ah, das ist unrelevant. Das ist unrelevant. Okay. Das ist völlig unrelevant. Ja. So, des Weiteren, wie gesagt, finde ich euren Dienst bis jetzt gut. Es gibt bei manchen noch Verbesserungsvorschläge. Diese werden auch mit der Person einzeln besprochen, während da weg. Katharina ist das. Okay. Musst du mich ja schließlich ausrüsten, weil du mich ja gekillt hast. Ich hab dich nicht gekillt, das hat keiner gekillt. Du bist selbst gestorben. Durch einen hüpfenden Mohawk. Ernsthaft? Ja! So. Weiteren, selbstverständlich, ne, ist allen Anweisungen eines höheren Beamten Folge zu leisten. So. Auf Jagd. Ja. Es geht so, dass wir auch zwischendurch einfach mal alle Beamten nehmen und Trainingseinheiten durchführen. Diese Trainingseinheiten sind mit mir und meinen Lieutenants abgesprochen und werden auch dementsprechend dann durchgeführt. Lässe, ja. Ja, die wird es auch geben. Keine Sorge. So, des Weiteren wird es in naher Zukunft wieder eine SEK-Einheit geben bei uns. Diese ja, SEK wird keiner führen. Okay. Das SEK ist eine völlig eigenständige Gruppe, die komplett zusammen agieren soll. Es gibt keinen Anführer, niemanden. Der Einzige, der das Sagen über das SEK hat, ist meine Wenigkeit. Oder dementsprechend, wenn ein LT online ist und ich nicht da bin, der LT. Dieses SEK, darf sich jeder von euch im Forum gerne bewerben, im Internen. Muss aber insgesamt bis jetzt momentan 5 Prüfungen bestehen. Der Beamte, der das machen will. Also Rekruten... Hoffe, also gleich! Lass mich da erstmal meinen Text unterreißen. Meine Güte. So, jeder Beamte darf sich gerne für das SEK bewerben, wird aber nicht jeder genommen, weil wir erst natürlich dementsprechend die Fähigkeiten testen. Lobenswert wäre es natürlich, wenn man sich so auf Bundespolizei bewirbt. Also Rekrut werde ich sehr ungern nehmen. War ja mal wieder klar. Mac, jetzt stell dich doch mal hin und hör auf. So. Des Weiteren, ne, haben eigentlich momentan die Rekruten 2 Einsatzfahrzeuge, und zwar den SUV und den Offroader, aber momentan ist das noch nicht eingestellt. Schön. So, die Bundespolizei darf natürlich alle fahrbaren Untersätze bis auf die gepanzerten Fahrzeuge nehmen, sprich den Offroader, den SUV, die Hatchback Sport. Dazu gibt es natürlich den Hummingbird und jetzt neu für die Bundespolizei ist dieser wunderschöne, super gescripte Mohawk hier mit einem militärischen Triebwerk. Guck mal, also, wenn du jetzt im Gras parkst,
Dann sieht man den nicht von oben. Ja, genau, genau. Aber auch von der Seite, wegen diesem schönen blau-weißen. Die haben die normalen das Figuren total auf Lager aussieht. Ja. Chef, die haben so. Auch die normalen immer auf Lager. Ja, ja, ja. So, die LTs man ist haben natürlich da. Alle Fahrzeuge frei, die hier stehen. Momentan noch. Momentan noch. Weil die LTs kriegen auf jeden Fall den Ghost Talk abgenommen. Nö. Und einen der gepanzerten Fahrzeuge. So, ich als Polizeichef habe natürlich sowieso das Sagen über alle Fahrzeuge, ne? Was selbstverständlich ist. Bergepanzer. Bergepanzer kommt noch. Jetzt echt? Ja. Geil. Hast du gemeint, das war ein Witz? So, Panzer. Ja, des Weiteren, wenn ihr Probleme mit einem Beamten habt, dann kommt zu mir und redet mit mir. Ich möchte nicht, dass irgendein Beamter hier wegen einem anderen Beamten aus dem Polizeidienst austritt. Ist er da schon die ganze Zeit so? Hä? Bist du schon die ganze Zeit schon so im Kreis laufen? Ja, und? Ich bin für meine Polizisten halt immer da. Ja, ich bin gerne hier, ne? So, ich bin halt immer für meine Polizisten da, also wenn es Probleme gibt, dann gibt es halt ein Problem. Dann muss ich das klären. So, des Weiteren, ne? Wie gesagt, wird diese Besprechung immer monatlich stattfinden. Da werde ich sagen, was ich gut fand, was ich schlecht fand. Änderungswünsche und so weiter und so weiter und so weiter, was noch geändert wird. Am Server wird noch einiges geändert. Das werdet ihr aber alles im Forum erzählt kriegen. Jetzt darf erstmal. Oh, Moment, muss ich erstmal gucken, wer überhaupt LT anwesend ist. Sumsi! Ja, Moment, ich bin noch nicht so weit. Sumsi schreibt noch. Ja. Mir fällt gerade auf, Macklin. Vermummung runter. Genau, Lan. Nein, das zählt nicht als Vermummung. Das zählt. Man kann dein Gesicht nicht mehr erkennen, das ist Vermummung. Man kann es erkennen, nur teilweise kann man es nicht erkennen. Wer war das? Ach, warte, da soll einer stehen bleiben. Er war aber gleich. Genau, nimm mal die beiden Zips fest und lass die da mal stehen. Steht doch. Nein. Schön. Darf man den auch tasern? Wenn er stehen bleibt? So, jetzt. Was hast denn du so dabei, Sumsi, du darfst deinen Text. Ich hab einen Text. Ja, jetzt bist du dran. Darfst du auch mal was dazu sagen? Darfst du auch generell mal dich vorstellen? Genau, wir machen ja sowieso mal eine Vorstellungsrunde. Mich kennt ja eh jeder. In der Arsch vom Dienst. Nee, ich kenn auch jemand. Ich bin den Arsch vom Dienst, dein Bimbo. und Schreiberling. Warte, wie habe ich es geschrieben? Forum, Tweets, Verschönerungs... Was Beauftragte. Weiß ich? Beauftragte des Polizeichefs. Genau. Ja. Ich hab Hunger. Gut, dann ist was. Hab ich gerade. So. Ja, das Einzige, was ich eigentlich zu sagen hätte, ist ein bisschen die Disziplin der Rekruten. Und der Bundespolizisten, teilweise. Dann Horrors. Wenn wir, das ist mir bei der letzten Übung ziemlich aufgefallen. Ich habe mehrfach erwähnen müssen, dass ihr euch in einer Reihe aufstellen sollt. Einer hat sich hinterm Heli versteckt, der andere stand ein bisschen krumm da, einer ist nur im Kreis gerannt. Ja, und dann kam der Lachanfall dazu. Gut. Ruhe! So, reagiert wurde erst wirklich, als ich mit der MX angefangen habe, auf euch zu schießen. Die Andrea! So, alle Beamten jetzt in einer Reihe aufstellen. Ich bin so froh, dass die Andrea jetzt hier ist. Ich sehe einen nicht in der Reihe, dann schieße ich. Ach, hör doch auf zu laufen. Ich bin am Lenken. Was macht der Typ hier vorne? Schmeiß ihn mal raus hier. So, geht doch. Schmeiß ihn mal aus der Reihe raus. Das und jetzt bleibt ihr da schön stehen. Sumsi spricht. So, und das kann es ja eigentlich nicht sein, dass ihr einem Hörrangigen nicht so gehorcht. Ne? Wir sind hier in der Polizei, wir haben hier eine feste Struktur und wenn wir sagen, stellt euch eine Reihe auf, dann stellt ihr euch auf. Nächste Mal nehme ich mir einfach daraus vor, dass ihr eine Woche Rekrut länger bleibt, wie vorgehabt.
Und pro jeden Fehltritt wird es eine Woche länger. Frage. Ja. Wie lange ist man eigentlich so Rekrut? Sage ihr doch hoch. weil das ist ja jetzt, wenn jetzt gerade angesprochen wird, ja, dann bleibt der länger als noch eine Woche länger, dann würde man doch gerne mal wissen, wie lange es also doch so an und überhaupt für sich ist. Gehe ich zwischen einer bis zwei Wochen als Rekrutenzeit aus, um zu sehen, wie die Rekruten sind. Okay. Es gibt natürlich auch Degradierung, da ist der Rekrut ein bisschen länger Rekrut, als wie er eigentlich Rekrut sein sollte, um einfach zu testen, ob die Degradierung was gebracht hat in seinem Kopf. Warum ich zu spät bin. Real life. Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht, warum du zu spät bist. Du bist da, der Rest interessiert mich nicht. Nee. Und er halt. Geht halt vor als alles andere. Ja, ich komme halt von meiner Freundin und so. Das wollte jetzt auch keiner wissen, dass du ja, das in den Anfassen spielst. Halt die Klappe weiter. So, weiter. Von mir aus war's das zum Ingame, jetzt zum TS. Es herrscht ein Chaos ohne Ende. Oh, alle schreien durcheinander. Endlich sagt das mal jemand. Oh, danke. Es ist furchtbar. Ich verlasse immer schon den Channel, weil es mich stört. Mir ist es zu laut. Wenn mir Leute einteilen, die zwei gehen dorthin, die zwei dorthin, dann geht einfach ein anderer Channel. Wir haben hier den Gruppenkanal, um wichtige Dinge zu sagen. Wir haben ein bisschen viel dafür. Also wir haben sehr viele Channel. Wenn welche fehlen, ich mache euch gerne welche. Dann nenne ich das meinetwegen nein, Choco Crossys Liebesecke oder so. Ist mir egal. Ich schwör's, mach, bitte. So, Ruhe. So, wenn was Wichtiges ist, kann man das im Gruppenkanal sagen. Das ist das nächste Problem. Sachen wie Liebesangebote und sonst irgendwas haben im Gruppenkanal nichts verloren. Bitte was? Hä? Was für Liebes? Was? Gab schon, ja. Was denn für Liebes? Was? Nochmal wiederholen, das habe ich nicht verstanden. Ist egal. Macht der André, der Schlingel. Nein, der macht das im TS ausschließlich bei mir, ja? Wollte ich gerade sagen, also ich mache das ausschließlich im TS, weil im Gruppenkanal hört sich das nicht. Also, in den Gruppenkanal gehören nur wichtige Dinge. Wir haben hier bei Ifritz. Und so Aussagen wie, hier pflückt einer Pfirsiche. Interessiert uns nicht. Wir reden jetzt. Was ist, wenn ihr Pfirsiche wollt? Oh. Wir reden jetzt vom Funk, oder? Ja, wir reden jetzt vom Funk. Funkverkehr. Okay, genau. Danke. Denn dem Blauen, ne? Also, den Grünen. Das ist der Grüne. Oh ja, stimmt. Also, wie gesagt, im TS bitte nicht zu durcheinander reden, wenn ihr zu zweit unterwegs seid und irgendwas Interessantes habt, worüber ihr unbedingt reden wollt. Geht in einen anderen Channel. Genau. Und den Gruppenkanal nur für wichtige Dinge. So, des Weiteren, was den Gruppenkanal angeht, ne, gibt es jetzt eine Funkdisziplin. Ihr werdet ja in einzelne Wagen eingeteilt. Für Rex, das ist sehr laut, was du da machst. Was Entschuldigung. Du da gerade tust. Entschuldigung, hab Pommes gewendet. Entschuldigung. Kein Thema, um Gottes Willen. Des Weiteren, also ihr werdet einen Wagen zugeteilt. Diesen Wagennummer habt ihr. Und dann habt ihr euch entweder bei den Beamten direkt zu melden, sprich Wagen 1 an Lieutenant Sumsi oder meinetwegen an Bundespolizist Phyrex, weil ihr irgendeine Frage an ihn habt, dann hat er sich, ne, Phyrex an Wagen 1 und so, ne, was gibt's zu melden? Ich will hier eine Disziplin drin haben. Wir sind eine vernünftige Truppe, wir wollen einen vernünftigen Server aufbauen. Des Weiteren, wirklich so Ansagen, wie Sumsi ja gerade schon schön sagte, ne, da pflückt einer für sich interessierten Truppen. Also, wenn ihr mehrere bewaffnete Personen seht, dann ist das okay, wenn ihr sagt, hier, ne, hört mal zu, Leute, wir haben hier mehrere bewaffnete Personen auf unserer Position, wir befinden uns da und da. Dass ihr dann die 40-Mafia. Genau, die 40-Mafia, genau. So, Ruhe jetzt, ich will hier mal was sagen. Okay. So, wenn ihr grundlegend den Höchstrangigen sprechen wollt, dann ruft die Einsatzleitung. Dann sagt meistens die Einsatzleitung, hört oder sonst irgendetwas, das werde meistens ich sein oder halt meine LTs. Dementsprechend. Des Weiteren, wie gesagt, im TS in die eigenen Channel gehen. Wenn ihr untereinander was habt, dann meinetwegen holt euch die Person im TS, aber bitte nicht mehr im Gruppenkanal. Oder schreibt euch meinetwegen Nachrichten. Okay. So. Dann darf jetzt als nächstes die Bundespolizei das Wort ergreifen. Und zwar erteile ich als erstes das Wort Boxer.
Oh, einmal vorstellen, einmal sagen, was los ist und so weiter und so weiter. Genau, schön macht er das. Ja, einfach mal ein bisschen, ne? Weil hier kennen anscheinend nicht alle Beamte alle Beamten. Selbst ich kenne auch nicht mal alle Beamten. Das ist aber jetzt peinlich, André. Ja, das war jetzt irgendwie voll peinlich. Der ist normal Lieutenant. Kollege, das ist peinlich. Ich kenne alle Beamten vom Namen, weil ich extra eine Liste dafür habe anfertigen lassen. Aber Kollege, das ist irgendwie kein Bundesbeamter, ne? Nee, das ist LT-Uniform noch, aber er ist eigentlich Bundespolizist. Ich bin auch Oh, bist du abgestuft worden, Kollege? Ja, das kommt nachher noch. Das kommt nachher noch. Box, in die stille dran. Ecke. Was? In die stille Ecke. Los. Okay. Boxer. Ja, ich mach ja. Ich Boxer? Nein, also ich bin Boxer. Hi Boxer. Daryl, Schnauze. Leute, ey Leute, ja. Jetzt seid mal bitte leise. Willkommen bei den anonymen Mikrofonikern. Das war jetzt klar, dass das kommt. Jetzt gibt's einen Headshot. Gottmaut. Warum bist du hier Boxer? Ja, Maiko. Nein! Hä? Das unterstreicht sehr gut das, was Sumsi vorhin sagte, mal ganz nebenbei. Ey, André, ja. Ich war das neu, ich so, weiß. Boxer! Respekt! Ja! Das war gezielt. War ein Exempel. Also, ich bin Boxer-Zeitung. Boxer, echt ein Nicker. Nein, ich kann nicht gucken. Ja. Wenn. Die Klammern LT eigentlich, andersrum. Was eigentlich mit der SDR? Klammern, LT. Was? Was eigentlich mit der SDR, mit der Waffe? Nicht SDR. Der Esda. Die ist illegal. SDR. Ist illegal. Was? Da. Illegal? Ja. Dann darf ich Kollege. Mal Whites Waffen beschlagnahmen. Nein. Oder? Warte. Jetzt. Lass erstmal Boxer fertig werden. Ich will jetzt die Besprechung durchhaben. Bin eigentlich fertig. Dann erzähl doch mal, was dir jetzt so am Herzen liegt. Nichts? Du hast nichts. Außer, dass ich schade finde, dass ich runtergeschickt werde. Mehr hab ich nicht. Gut. Kann ich jetzt meine Stimme echo? Als nächstes dann bitte... Bin weg. Gunray. Wollen wir meinen Rucksack zu gucken? Bundespolizei Gunray. Ja, hallo. Polizist Gunray. Genau. Ben Gunray. Benny mit richtigen Namen. Ja, was ich als Frage habe, wie verhalten wir uns beim Banküberfall, ob das Priorität 1 ist gegenüber den anderen Kriminalitäten, die gerade stattfinden, ne? Da habe ich eine Frage. Und dann da alle alle Polizisten hin müssen zum Einsatz, die online sind. Gut. Banküberfall hält sich so, da das nicht mehr bei uns am Server über die Spielerkonten geht, sprich, dass die Spieler da das Geld verlieren, gilt es bei uns nicht mehr als Priorität 1. Also, wenn die Einheiten frei sind, dann hat man natürlich versuchen, den Banküberfall zu verhindern, aber man soll trotzdem noch versuchen, RP reinzubringen, weil einfach plump zum Banküberfall und dann schießt man sich nur noch über den Haufen, ist blödsinnig. Das macht keinen Spaß, da hat kein Polizist mehr Bock drauf, deswegen geht man da auch nicht mehr hin. Aber wenn Polizisten in einen RP bzw. einen Einsatz eingebunden sind und dieses RP gerade am Laufen ist, haben die Polizisten sich von diesem RP nicht zu entfernen, weil man erst das RP, was man angefangen hat, zu Ende bringt und dann erst den neuen Einsatz annimmt. Seine Frage damit beantwortet? Ja, also gestern, da hatten wir halt einen Banküberfall, da ist dann ein Hellcat bei uns gewesen, in der Nähe, der ist, glaube ich, zweimal über uns gekreist und dann weg gewesen, dann ist gar nichts mehr passiert. Wir dachten halt nur so, dass wir halt links liegen gelassen werden. Nee, das halt so, das nicht. Ne? Nein. Ja, das gut, hatte ich noch irgendwas? Ja, wenn wir ja jetzt Waffen entfernen, dann werden ja Zivilisten alles aus dem Rucksack entfernt. Das ja, deswegen, ja deswegen gibt es in den Regeln, steht auch drin, dass ihr erst bitte guckt oder beziehungsweise die Zivilisten fragt, ob die Repair-Kits oder Air-Safe-Kästen oder sonst irgendwelche Sachen, die legal sind, erst auf den Boden legen wollen, dann heißt ihr, oder halt die Waffe auf den Boden legen.
Weil durch diesen Waffen-Entfernen-Button verschwindet alles, was im Rucksack ist. Ich glaube sogar auch alles, was in der Weste ist. Komplett alles, auch was in der Jacke ist. Ja, also zumindest, ne, bitte guckt, dass die Zivilisten ihre Sachen, die sie noch legal haben, behalten. Gut, okay, so, ja, ansonsten hätte ich jetzt nichts erstmal. Du hast nichts, das ist schön. Ja. Dann bist du fertig. Dann hat der Herr Phyrex das Wort. Der hat die Pommes gewendet. Mit vollem Mund spricht man nicht. Erst ab 3 Kilo. Nein, nein, ab 40 Gramm im Mund wird schwer zu reden. Deswegen habe ich mal 43 Gramm. Also, ich bin Phyrex. Esse gerade Pommes. Also, grüßt euch. Die ganze Packung essen, ne? Ich bin Phyrex. Bin schon jetzt eine ganze Weile hier. Mir persönlich ist wichtig, dass Regeln befolgt werden. Das ist mir sehr wichtig, weil sonst machen wir die ja nicht, sonst denken sich ja die Leute die nicht aus. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Mein allergrößtes Anliegen wäre, dass das jetzt endlich alle durchführen, dass man, wenn man in-game spricht, dass man sich automatisch im TS mutet. Weil das... Ja, das ist ganz dringend zu machen eigentlich. Das sind 3 oder 4 Klicks für jeden, wer die Hilfe braucht, den erklären wir das, ist überhaupt kein Thema. Aber es ist sehr, sehr viel leichter für die Leute, die dann mit im Channel sind. Ich höre alles doppelt und dreimal. Wurde der Bug behoben, dass man dann andauernd die scheiß Meldung kriegt, dass man spammt? Ja. Weil ich bekomme permanent die Meldung, dass man spammt. Hä? Wer gab es bei mir wieder rausgenommen? Bei mir kommt das nicht. Bei mir auch nicht. Also ich habe zum Beispiel Push-to-Talk drin. Ja, das wollte ich gerade anmerken. Und Push-to-Talk ist einwandfrei, weil das liegt auf 2 verschiedenen Tasten. Das heißt, wenn ich in-game rede, hört ihr mich nicht. Und wenn ich in TS rede, habe ich eine andere Taste gedrückt. Das klappt bei mir irgendwie nicht. Ah, ich stelle es. Ich habe so viele Tasten gar nicht auf meiner Tastatur. Was? Ich habe keine mehr frei innerhalb der Reichweite, wo ich Push-to-Talk drauflegen kann. Nimm die unter, Enter. Gut, das ist unscheißlich. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Leute. Wie gesagt, guckt, dass ihr euch mutet. Und dementsprechend, das ist auch gut, dass du es angesprochen hast. Jetzt darfst du weiter sagen. Ich persönlich arbeite im Schichtbetrieb, deswegen kann ich nicht jeden Tag online sein. Nächste Woche zum Beispiel habe ich 3 Tage, wo ich Nachtschicht habe. Also wenn ich mal nicht da bin, heißt es nicht, dass ich keine Lust habe oder irgendwas. Das sagt ja niemand. Ich persönlich brauche ein bisschen, um Leute kennenzulernen. Weil ich genau weiß, ich bin schon auf einigen Servern gewesen und ich weiß ganz genau, wenn irgendeine Kleinigkeit, irgendwas nicht passt, dann kommt die Ersten an, ich habe keinen Bock mehr, ich verpiss mich. Deswegen brauche ich ein bisschen, um Leute kennenzulernen. Also ich bin hier nicht da, um beste Freunde zu finden, ne? Ich bin noch ein Spiel, ich bin hier wegen Rollenspiel, weil mir das extrem viel Spaß macht. Und nicht, dass sich da jemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil ich nicht gleich meine Lebensgeschichte erzähle oder sowas. Wir gehen. Muss ja auch nicht. Ich sag's nur, das brauche halt ein bisschen dafür, weil ich genau weiß, wie kurzlebig so ein Serverleben sein kann hier. Ja, aber sonst eigentlich war's für mich alles. Ich persönlich mag den Server, auch die ganze Arbeit, die Leute alles machen hier, die strengen sich sehr an. Und genau deswegen ist mir das so wichtig, dass die Regeln auch befolgt werden, die aufgestellt werden, weil das alles ja nicht einfach nur so dahingeschrieben ist. Das war's für mich eigentlich, danke. Gut. Das ist schön, dass du das sagst. So, dann möchte ich bitte meine neu gekrönten Bundespolizist, den Herrn Roffekiller, einmal bitten. Bundespolizistin? Bundespolizisten. So, Entschuldigung. Herr Roffekiller. Polizistin ist schon ganz gut. Ziemlich männlich für den Bundespolizisten. Herr Roffekiller, du bist dran. Ich bin Roffekiller, ich spiele schon länger auf dem Server hier. Wurde gestern als Bundespolizist befördert, zum Bundespolizist befördert. Ja, abends bin ich meist eher on als morgens oder so, weil ich auch im Moment sehr viel zu tun habe und ja. Naja, Handkurbel und so, das zählt nicht als zu tun haben, ne? So.
Warum haben da jetzt gerade, glaube ich, alle dran gedacht? Gut, fühl mich hintergangen. Der arme Roffelkiller, der wird die ganze Zeit nur gemobbt hier. Ja, wetten? Wetten? Roffel! Ja. Weiter. Was hier, Cross? Erzähl doch mal bitte, warum du überhaupt degradiert wurdest. Das wird die anderen Beamten bestimmt mal interessieren. Ja, also... sehr sogar. Degradiert wurde ich, weil ich früher ein bisschen sehr schnell aggro war. Sehr schnell getasert habe und alles. Und ja, ein paar Beschwerde gegen mich eingereicht wurden. Ich habe dazu eine Frage. Ja. Bitte. Hast du wenigstens aus dem Scheiß, wir beide sind aufeinander geraten, hast du wenigstens aus dem Scheiß, was du alles gemacht hast, sowas gelernt? Weil ich bin ja. ich bin der allererste, der dich anzinkt, aber sowas von. Ja, ich hab's endlich, weil ich Moment, ich glaube, das hat keiner mit bei euch mitbekommen, dass ich sehr viel auf einem anderen Server gewesen bin und auch als Cop mich da beworben habe, ein bisschen da als Cop gespielt habe und ja, mich schon da sehr gut getan habe. Dann lass dir von mir gesagt sein, entschuldige bitte, wenn ich dich irgendwie unterbreche. Glaub mir, es dauert sehr lange, ehe man so einen Server wie den hier findet. Also, merke es dir, was mit dir alles sagen. Ja, klar. Ich habe ja auch schon mit dem Herrn Polizeichef und der Frau Sumsi ein Gespräch gehabt. Wie gesagt, wir führen da auch Einzelgespräche, was die Person angeht und werden auch dementsprechend dann da Übungen speziell für dieses Thema machen. Bogdan, du wolltest alle Blaulichter ausmachen, da fehlt nur eins. Das ist meins, das ist meins. Okay. Das Sumsi. Roffel dann weiter. Ja, das war's. Gut, dann darf als nächstes die neue Frau Bundespolizistin Sonea mal das Wort ergreifen. Ach, jetzt Polizistin? Ja! Verletzt, Roffel, warum? Keine Ahnung, frag mich nicht. So, Sonea, auf geht's. Also ich bin Sonea oder Katharina, je nachdem, wie man mich nennen will. Wurde oder gestern Schatz, je nachdem. Du nennst nur Dummich, okay? Okay, hallo, einverstanden. Schatz. Da war die wenn's, Musik. Wenn es einem von euch anderen einfällt, der kriegt was auf die Fräse. Fräse? Nee, mach ich weiter. Ich habe aber keine Fräse. Aber mach bitte mal nebenbei die Musik aus. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern ich möchte einfach nur, dass dann klar ist. Dankeschön. Doch, ist es. Liebe es. So, macht weiter. Also du machst. Also ich wurde gestern zur Bundespolizistin befördert. Und ja. Und nein, sie hat sich nicht hochgeschlafen, wenn das jetzt alle denken. Warum denken das wieder gerade alle? So, weiter. Ich was anderes. Das schreibe ich jetzt nicht ins Protokoll. Gut. Okay, ja, danke. Du wolltest gerade schon chippen. Sonea hat sich nicht hochgeschlafen. Los jetzt, weiter. Bleib's doch rein einfach. So mit Ausrufezeichen und so. Los. Jetzt ist sie gemutet. Ich glaube, jetzt geht's bald los bei ihr. Nee, ich musste gerade nur meinen Lachanfall loswerden. Okay, sie ist etwas schüchtern. Dann hau mal rein. Ja, wie man gerade schon gemerkt hat, ich lache gerne. Ach was. Das ist was Gutes. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Sie lacht kaum. Lass sie doch jetzt mal aussprechen, meine Güte. Und ja. Aber angefangen habe ich hier auf dem Server, was hin und wieder ein Fehler war, da irgendwie mich in sein Faktor gepackt habe und ich keine Ahnung hatte, wie ich in die Third Person Sicht gehe. Aber das Gute, dass sie mich kennengelernt hat auf diesem Server, hallo? Ja. So, weiter. Das steht außer Frage. Obwohl, ja. Obwohl, ja. Ach, nichts. Okay, gut. Und ja, das... Passt das schon da. Ja, weiter. Und ja, das war's eigentlich auch schon über mich. Das war schon immer nicht schön. Oh, der Herr Dominik wurde bei einem verrückten Autodiebstahl gesehen. Wunderbar. Der geht mir jetzt schon wieder auf die Jahre. So, als nächstes sind natürlich dann jetzt unsere Rekruten dran, wovon jetzt ja vier da sind. Das heißt, ich fange oben an, der Herr Cross.
Es war klar, dass ich dran komme. Hättest du dich in Dallas genannt, wärst du nach mir dran gekommen. Hi, André. Hallo, Cross. Ihr mögt euch garantiert. Wir mögen uns richtig. Wir waren gestern auf einer Bootstour. Warum? Wir haben geangelt. Oh. Und er hat dir nicht die klare Hand gehalten? Das ist schon was Schönes. Ich guck mich nur da so böse an. Los, mach jetzt. Hallo, ich bin der Cross und ich habe ein Alkoholproblem. Oh, jetzt hör mal auf mit der Scheiße. Ja, okay, gut. Da hat Tschüss sogar vor ihm. Ja, ich bin, Rekrut. Ich weiß, was da drin ist. Gut, dann weißt du, was du jetzt auf den Boden zu legen hast. Liegestütze! Willst du bitte aufhören, mit deiner Wasserpistole auf mich zu zielen? Du, ich glaube, das war eine Ehre mit dir. Hä? Hab die auf den Boden gelegt. Ach, da! Ey, das war meine, oder? Ich geb dir gleich, das war deine. So, weiter. Ich hab sie gefunden, da war es meine und jetzt ist es Andres. So. Ganz fatal. Ja, ich bin hier Rekrut, kann gut Auto fahren. Dann halte ich für ein Gerücht. Dieser Scharfschütze. Dann halte ich noch viel mehr für ein Gerücht, aber. Nee. Ich schieß dir gleich sowas von in den Kopf. Kannst du mal versuchen. Lass den aussprechen. Ja, das war's. Gut. Dann darf jetzt der Herr Enigma Prime. Yay! Warte! Halt die Schnauze, ich komm gleich zu dir, Mann. Ja. Guten Tag auch. Ich bin Enigma. Beziehungsweise man kann mich auch Christoph nennen. Also ich bin der Chris 2.0 hier auf dem Server. Ja? Der Chris 2.0, ich geb dir gleich mal Chris 2.0. Oh, ist da noch einer? 3.0. Okay, 3.0. Ich kenne den Cross persönlich, deshalb darf ich das. Nein, darfst du nicht. Ja, doch, ich geb dir gleich. Warum zielst du mit der Waffe auf mich? Ja, dann gebe ich dein Mazda 3. Bin kurz AFK. Komm mit meinem Muster an. Bis gleich. Nein, freue mich, dass ich hier in den Polizeidienst aufgenommen wurde. Und ich versuche mein Bestes zu geben, dass ich alle erfreuen kann. Beziehungsweise, dass ich mit allen gut klarkomme. Und ja, ich hoffe, es kommen auch so alle gut mit mir klar. Wenn nicht, dann sagt's mir einfach, beziehungsweise was euch an mir stört. Und dann sagt's mir einfach und ich versuch's dann zu ändern. Und ja. Ist das schon in der Linie? Das war's dann so zu meinem. Hältst du das auch aus, wenn man dir die Wahrheit sagt? Weil ja. Die Leute, die sagen, sagt's mir alles, die sind immer am Rumheulen, wenn man genau sagt, was abgeht. Nein, mir darf man alles sagen. Ich bin derzeit in der Ausbildung. Als Berufskraftfahrer. Ein Brummbrummfahrer. Ja, ein Brummbrummfahrer. Ja, genau. Und deswegen abends muss ich vielleicht auch, also vielleicht sind wir dann gerade mal in dieser Geiselnahme, wo dann André als Geisel war und dann halt danach irgendwie noch Diskussionen waren und ich dann mich verabschieden musste, weil ich dann halt um 4 Uhr aufstehen muss. Ja, dann war es halt auch schon 12 Uhr. Ja, deshalb, ja, das ist so, ich entschuldige mich dann halt, wenn ich mich mal dann eher gehen muss. Ach, das ist kein Thema. Das war es so zu mir. Schön, hast du irgendwelche Probleme im Server, irgendwelche Anwünsche, Anregungen, Fragen? Ich frag gleich mal irgendwie nochmal irgendwie in Botzer Zeitung oder dich, André, ob du mir nochmal irgendwie gucken kannst, ein paar Tastaturbefehle, weil ich kenne noch nicht alle. Ich bin halt, das ist der erste Dienst hier auf dem Server, beziehungsweise mein erster Polizeidienst auf einem Server. Vorher bin ich immer nur auf allen Servern Civis gewesen. Halt die Schnauze, Daryl. Nee, ich lach wegen was anderem. Nee, ja, komm, mute dich einfach. Ohne Witz. Was? Ich lach wegen was anderem. Ja. Hör dir auf, an während der Polizeibesprechung Memes anzugucken. So. Nee. Ja. Wir werden ganz viel Spaß haben, Daryl. Hätte ich die MX noch. Die ist illegal, Kollege. So, zurück zum Text.
Und ja, falls dann gleich einer von euch beiden vielleicht irgendwie Zeit hätte, mir das nochmal vielleicht zu erzählen, dann fände ich das total auch. Ja, ist mir egal. Sie ist auch Ausbilderin. Ich muss Protokoll schreiben. Boxer hat genug Zeit dazu. Es hat 10 Minuten nach der Besprechung oben zu sein, ne? Nein. Um Gottes Willen. Ich muss die Sache noch ein bisschen ausformulieren. Ja, gut. Also, und ja. Falls mir das dann gleich einer nochmal zeigen sollte, wäre ich voll froh. Ja, so, das war's zu mir. Gut, dann ist als nächstes der Herr Macklin dran. Bringt mir einmal den Herrn Macklin bitte nach vorne. Mach ich. Ich bin vorgeführt. Und wer macht's jetzt? Ich. Warte, ich muss da. Macklin ist. So, falsch. Macklin ist Whitey. Nein, ich bin von Lukas. Ach, nee, ist der andere, genau, ist. Den du gerade umgebracht hast. Achso, ja. Macklin ist der, wo Macklin heißt hier. Ja. Ey, Leute, nicht zwei. Ich will ja, so einen Namen. Den anderen auch schon mal hin. Dann, Nein, der eine bleibt hier. Das kommt jetzt hier hin. So, Nea, wo rennst du hin mit dem? Das ist jetzt wie so Abschusskommando, ne? Deine letzten Worte? Stellt ihn vor den. Ey, holt mal jetzt alle Waffen raus und zielt auf den. So, stell ihn hin. Alter, ich muss gerade lachen. Geh zurück in die Reihe. Boxer, komm mal ein bisschen zu mir näher. So, Nea, kannst du mich wieder loslassen? Alle Beamten in eine Reihe. Los. Und bring, alle zielen. Bringt mal den Herrn White da weg. Wohin? Ja, erstmal beiseite. Stell ihn mal beiseite, bitte. So, wir begrüßen erstmal einen unserer neuen Rekruten. Ja, so, alle Polizisten legen mal bitte an. Nein! Gunray anlegen. Nein! Ich halte dich mit der Taser-Pistole bitte mal anlegen. Ja, so. Mann. Ich hab Angst. Vielen Dank. So, anlegen, schön. André? Gibst du mir so einen Zähler? Neben Cross stellen. Hey, ich hab meine auch nicht in der Hand. So, hinstellen und anlegen. Und Cross, anlegen. Barclay anlegen. Nicht auf den Kopf zielen, ne? Barclay auf den Kopf anlegen. Zielen? Okay. Nee. So, angelegt. Ein bisschen noch zu euch drehen. So. Alle Beamten, auf 3 wird geschossen. 1, 2, 5. So, auf 5, nicht auf 3. Das ist doch so klar, dass eigentlich danach. Ja, nein, du hast geschossen, Kollege. Ich hab nicht geschossen. 3! Oh! Alter! Einstellen. Wer hat davon eins immer getroffen? Gut. So. Jetzt wird Boxer seine FX. Macklin, du bist dran. Der kleine Moment. Ich hätte fast einen Rekruten vergessen, weil der gemutet ist. Scheiße. Naja, gut, dass ich den noch erkannt habe. Barclay. Aber er kommt gleich dran. Macklin. Ich bin der Macklin, heißt im richtigen Leben Holger. Bin seit einer Woche Rekrut, wurde degradiert. Wegen ein paar Sachen auf dem Server, was passiert ist. Ja, was soll ich denn noch sagen? Ja, hau einfach raus! Ja, was denn? Ah ja, ich bin auf einem anderen Server auf CIS gewesen. Wer redet denn gerade? Weiß auch nicht. Ja, hier, Tom Luca ist gerade getränkt und er redet gerade irgendwie. Nee, ich meine jetzt gerade, der sich vorstellt, ist das jetzt der Zivilist, der in der Mitte steht oder was? Ja, was ist denn jetzt an mir vorbeigegangen? Wieso steht hier jetzt? Ich bin gerade verwirrt. Weil er noch nicht gewiped ist. Ach so. Er ist noch nicht gewiped, weil Chris noch nicht da war. Entschuldige bitte, dass ich unterbrochen hab. User joined your channel. Ja, nicht schlimm. Was wollt ihr denn noch wissen? So, nochmal, ich hab's nicht gehört. Hätten wir mal Fragen. Wieso wurdest du degradiert? Hat er doch erzählt. Ja. Weil er Scheiße gebaut hat. Richtig. Ja, was für eine Scheiße. Wollte ich auch gerade fragen. Das wissen wir selber nicht. Roffel, ich glaube, da kannst du am besten erklären. Ja, doch. Bei allem nötigen Respekt, ich würde heute gerne anfangen zu spielen. Ja. Ja, ich auch. Gut, also Macklin ist fertig, schön. Okay, schnelle Abfertigung. Soll ich ihn holen? Ja, oder so. Der Polizeichef. Oh, ich dachte, du hast ihn gerade irgendwie weggedemoniert. Das sah gerade so aus. Bei mir auch. LOL! Was ist denn in der Karre?
So, Herr Barclay, du bist dran. Ruhe jetzt. So, hallo, ich bin Herr Barclay, Alter. Oder auch Erik. Und ich hab nichts zu sagen. Ruhe jetzt, er hat jetzt das Sagen. Nicht das Kommando, aber das Sagen. Aua, mein... Gut gerettet. Kopf. Oh. Autsch. Oh, ey, stell mal dein Headset leiser, Mann. Bist du immer so laut, oder? Dann mach ihn doch einfach leiser. Warte. Oh. Wow. Wer hat die Blendgranate geworfen? Nicht ins Licht gehen. Nicht in das Licht gehen. So. Jetzt lass NG mal... Ach nee, Barclay bitte reden. Ja, ich hab nichts zu sagen. Das war viel. Das ist echt viel. Was ist dir wichtig im Spiel? Das wäre mir wichtig zu wissen. Warum du Polizist genau sein wolltest. Also Larifari scheiße, wisst ihr? Habe ich dich jetzt übertöpelt? Sag mal Roffel, warum salutierst du? Schon Langeweile. Also Barclay, gutes Gespräch. Der Herr Fürex hatte dir gerade eine Frage gestellt. Ja, ich stelle gerade ein Mikro leiser. Okay. Warum wolltest du gerne, also möchtest du gerne Polizist sein? Beziehungsweise warum bist du Polizist? Weil ich schon auf anderen Server Polizist war. Allgemein Polizei mag. Und ja. Gut. Hat sonst noch jemand eine Frage? Ja, ich. Nee, aber ja, an so näher. Ja, das kommt später. Okay, gut. Gut. Dann darf jetzt der Herr Lukas mal was sagen. Ja, ich möchte auch erstmal alle auf den Ballern. Wir dürfen auf den Ballern? Hab ich gehört? Ja. Cool. Nein, bitte nicht. Ich kann mir wieder. Ja, Alter, Benny. Ja, gleichzeitig Karizorin. Nur Taserwaffen. Ich weiß. Keiner auf den Kopf, nur getasert. Vielleicht treffe ich diesmal auch. So, und wieder natürlich auf drei Leute. Erstmal alle anlegen. Da fehlt nur einer. Cross. Und das ist das Barclay. Den habe ich in deinem Target. Ach, wenn Cross nicht sofort zielt, ey, dann ist es nicht Cross, Mann. Okay, gut. Was? Ja, wenn du nicht sofort zielst, Alter, auf drei, dann, ne? Dann... Fünf, auf den Kopf. Vier. Eins. Zwei. Drei. So, ich glaube, das reicht. Okay. Hat überhaupt jemand getroffen? Ja. Darum ja, ihr habt ja nicht getroffen, Leute. Ihr habt mich getroffen. Hä? Wer kann da nicht schießen? Warum zappelt der denn nicht? Ich festgenommen bin jetzt. Habt ihr mein Leben noch genau. Ja, dann haut mal raus. Ja, ich also bin Luca. Auch White. Und ich bin suspendierter Rekrut. Ist? Wegen? Weil der als Rekrut suspendiert wird. Ja, das weiß ich auch nicht. Weil ich Scheiße gebaut habe. Mit Herrn Macklin. Nicht mit mir. Echt? Doch. Lass den ausreden. Ja, und mir ist eben das RP sehr wichtig. Deswegen bin ich auch Rekrut. Zumindest Polizist. Datenbank eigentlich noch da? Ja, und meine Datenbank wurde gelöscht, das ist kacke. Das heißt, du warst doch Bundespolizist, bis jetzt wieder Rekrut oder was? Nee, er war Rekrut und wurde suspendiert für eine Zeit und ist jetzt wieder neuer. Ah, jetzt auch, oh Gott. Okay. Suspendierung heißt vom Dienst freigestellt. Okay. Ja, das ist was. Ja. Schön. Wir haben einen Mitschauer da oben. Wo? Komplett weit weg hinterm Morg am Gefängnis steht da oben einer zwischen den Felsen. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Auf einmal will gut. Uns alle wegnipern. Nee, der hat keine Waffe, der steht da nur so sinnlos rum. So, hast du noch mehr, Tom Luca? Also kann das nicht gefährlich sein. Nein. Gibt's noch Fragen an den Herrn Tom Luca? Negativ. So, hat noch irgendeiner jetzt eine Anmerkung, Frage oder Aussage, die er jetzt noch tätigen möchte? Gut, Sumsi. Was? Was machst du so näher? Ach so, stimmt. Oh Mann, ich kann euch nicht auseinanderhalten, das ist schön. So näher. Nee, jetzt will ich nichts mehr sagen. Oh, sag doch. Wer schießt da rum? Hm? Au! Au! Wow! Oh nein, nein! Steven! Hol doch drauf!
Komm, fahr noch Auto bitte weg. Los, wegfahren, Bocker! Was hat die getan? Ich hätte Mohawk. So. Ich will den noch. So näher hat jetzt das Wort. Rekruten brauchen scharfe Waffen. Nein. Ja! Abgelehnt. Genau, abgelehnt. Nein! Doch, nein. André? Ja. Ich und Sonea, wir können dir das ja mal einzeln in einem Channel. Ich war auch dabei. Warum? Ja, und Boxer-Zeitung auch. Nämlich gestern wurde das Gefängnis überfallen und wir wurden. Ich weiß, dass das Gefängnis überfallen wurde. Ja, cool. Ja, wir wurden einfach überrannt, weil wir die nicht erschießen konnten. Ja, und warum ist der auch nicht erschienen? Der draufgegangen ist. Das lag auch daran, dass das Tor verbuggt war. Ja, meine Güte. Doppel. Was ist ein PC? Es wird aber definitiv keine scharfen Waffen für Rekruten geben. Könnten wir wenigstens, ich werfe das jetzt einfach mal ein, so einen Vorschlag, also wenn jetzt irgendwie eine ganz spezielle Situation ist, dass man dann an Rekruten Waffen scharfe ausgeben kann, also jetzt so bei ganz speziellen Situationen. Zum Beispiel im Gefängnis. Na, halt jetzt mal die Klappe. Ich warte jetzt mal auf nur eine Antwort. Also, ich sag's mal so, an und für sich gilt grundsätzlich keine Waffen. Wenn Notfallsituation besteht und ich oder einer meiner LTs sagt, der Rekrut kriegt eine Waffe, hat der die Waffe während dieses Einsatzes. Sobald der Einsatz beendet ist, sollte diese Waffe sofort vernichtet werden, sprich am Boden gelegt werden, Waffe entfernt. Weil sehe ich außer diesem Einsatz jemand mit einer scharfen Waffe, gibt's richtig Ärger von mir. Also ich frage mich ja jetzt gerade, warum so ein paar Leute grinsen bzw. lachen. Ich weiß warum. Mhm. Weil ich wahrscheinlich eine scharfe Waffe dabei hatte. So näher herkommen. Kann ich nicht! Wo bist du? Wo bist du so näher kriege. Jetzt? Ich wollte gerade wieder anfangen. Hä? Ist sie da hin? Ja! Ich kann weder vor noch zurück, das ist halt scheiße. Warum sitzen wir jetzt im Auto überhaupt? So, oh, die ist ja. Was ist denn da los? Der Urlaub ist scharf zu schießen. Ja, ist in Deutschland. Ach man. André ist ein Spielverderber. Ich hätte mal eine Frage, noch eine andere. Ja, dann hau raus. Und zwar, ob die Rekruten, beziehungsweise auch Leute, die unter dem Dienstgrad sind, mit dem Fahrzeug ja eigentlich fahren dürfen. Da dürfen die dann wenigstens mal irgendwie eine Probefahrt oder machen? Oder dass man irgendwie mal ein Training in allen Fahrzeugen macht? Das Training in allen Fahrzeugen gibt es. Nein. Das wird eingefügt, sobald wir die Garage, beziehungsweise den Käufer im Trainingsgelände haben. Das Training ist in Planung, keine Sorge, weil es soll ein Fahrsicherheitstraining für alle Beamten geben und ein Flugsicherheitstraining für gewisse Beamte. Ich nenne jetzt hier mal keine Namen. Boxerzeitung, Sonea, Roffel. Hi Roffel, Kollege. Ich komme mit dem Mohawk unter 10 Meter. Gut, also wie gesagt, ne, ihr wisst Bescheid. Also es gibt so ein Training. So, weitere Fragen? Mein Volk, wir haben uns heute versammelt, um gemeinsam. Boah, sind sie alle still auf einmal, was los? Wieso stehen wir jetzt hier? Ich dachte gerade, ich bin rausgeflogen, weil es still war. Na, weil gerade die Hellcat geflogen ist und eigentlich ein D-Sync hat, und da wäre fast alles explodiert. Ja, nur weil du mich so ranlasst. Und da wir alle nicht sterben wollen. Noch. Jo, dann lass, frag. Ab wie viel Polizisten sind wir denn zu viele? Also, wenn man dann als Civi online kommen kann, muss. Also, du fragst, ab wie viele Beamte man zu viele ist. Es kommt auf die Spieleranzahl an. Wir sind jetzt 16 Spieler. Sagen. Jetzt sind wir zu viel. Und grade. Sind davon vielleicht 10 Cops, 6 Civis. Also ich zähle jetzt, jetzt 6. 7. Ja, 6 Beamte, 6 Civs und so viele Beamte. 10 Beamte oder so. So, jetzt zum Beispiel das Thema, ne? Wer möchte als Cop drin bleiben, wer geht als Zivilist rein, wenn ihr noch weiter spielen wollt? Weil es soll ein ausgeglichenes Verhältnis sein. Also,
Ich sag immer so, ein Kopf auf zwei Zivis. Ein Kopf auf drei Zivis, so ungefähr. Auf zwei reicht Verhältnis. Eigentlich. Ihr habt so eure schönen Taser-Waffen. Gewisse Personen auch eine MX. Wer? Wir gucken keinen an. Ich habe eine im Rucksack. Ich fühle mich hier bedroht. Die habe ich aber nicht, egal. Ich hatte keine MX. Nein. Die habe ich gefunden. Ja. Halt ich habe meine legal. Ach, du warst derjenige, der so viele Magazine dabei hat. Okay. So, das Klingen mal bitte nicht beachten. Ja, aber ich habe zwei Bildschirme. Ich diese MX ab, weil ich habe damit zwei Bildschirme. Die Bürgerkamera ist gerettet. Ja, des Weiteren sind noch weitere Fragen. Oh, seid ihr alle still heute? Nee. Ja, also wenn wir dann wer das jetzt auch immer war. Ich hab keine Steine mehr. Sehr erwachsen, André. Ich hab keine Steine. Nein. Wenn man das Ganze mal andersrum sieht, wenn jetzt auf einmal, sag ich mal, vier Polizisten gerade als Zivilisten online sind und man sieht, aha, hier sind nur noch zwei Polizisten da. Hier gilt ja so eine oder ich weiß gar nicht, ob das noch gilt hier, diese Regel, wenn man muss mindestens zwei Stunden als Polizist spielen. Eine Stunde. Gut. Weil hier Ausnahmefall, ja, das wird noch umgeändert. Ist aber für alle Beamten eine Stunde als Zivilist, dann darf man sich offiziell erst umloggen. Es sei denn, es tauchen auf einmal 30 Zivilisten auf und nur zwei Beamte sind da. Oh. Und die Zivilisten fangen dann noch ganz dreist eine Rebellion an. Ja, wie gesagt, dann darf man sich auch sofort umloggen, beziehungsweise es kommt auch dazu, dass ich mal sage umloggen. Aber das wird eher seltener der Fall sein. Darf man dann sofort eingreifen? Ja, dann darf man auch sofort eingreifen. Gut. Des Weiteren für alle Beamten, momentan gilt noch die New-Life-Regel. Solltet ihr erschossen werden, 10 Minuten vom Einsatzort bzw. aus dem Einsatz komplett raushalten. Nach den 10 Minuten dürft ihr zum Einsatz wieder dazu kommen und wieder eingreifen. Da war doch letztens bei Bench das Problem, ne? Richtig. Ich sag's nur, ne? Also 10 Minuten bitte einhalten. Wir achten da sehr penibel drauf. So, des Weiteren halt, eigentlich hatte Sonea noch was, aber die war ja wieder zu feige, irgendwas zu sagen, also darfst du jetzt noch mal. Wieso? Du hattest irgendwas, du wolltest irgendwas sagen. Ja, Rekruten sollen scharfe Waffen kriegen. Ach ja, stimmt, ja, das war das. Gut. Hat sonst noch jemand was? Wir kriegen jetzt scharfe Waffen. Nein. Nur in allerschlimmsten Notfällen. Ja, und selbst dann ist es zu spät. Zum Beispiel Angriff auf Gefängnis. Ja, dafür reichen Taserwaffen. André. Also ich habe ein Gefängnisgevolte mit Taserwaffe ausgeschaltet als alleiniger Polizist bei vier Leuten. Ich habe gestern auch von Barclay auseinander. Ich sag's nur, Leute. Ich wollte ja nur mal sagen, es war ein Lieutenant bei uns, der wurde als erstes abgeballert. Ja, was wie gesagt, kann ich dafür, ich wenn jetzt von HMG um die Ecke kommen? Von wo haben wir beiden Rekruten, wir saßen in einem Haus und konnten da vier Personen abhalten. Ich hab die durch das Tor geglitscht sind. Ja, Chris war on. War on? Ja. Ich habe noch eine Frage. 20.37 Uhr ist der gerade reingejoint und 38 ist er wieder raus. Der war gerade 30 Sekunden drin. Wahrscheinlich hat er gesehen, dass wir hier sind. Ich würde gerne endlich anfangen zu spielen, natürlich. Ja, ich kann ja endlich tun. Ja. Können wir Herr Cross eine Runde Streife fahren? Ich will mit einem Mohawk fliegen. Geht nur nicht weg. So, wie gesagt, benutzt viel das Forum. Wir wollen nämlich das Forum aktiver kriegen. Alle Leute natürlich. Ach, jetzt schon das Protokoll der Polizeibesprechung. Nein, ist nur nicht drin. Ach so. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Verbesserungen zu einem Thema, schreibt es bitte hier rein, nicht in den Stream mit den Protokollen. Ja, wunderbar. Ich hab nur vorbereitet gerade. Ja? Ich gebe dir gleich nochmal meine Nummer für die WhatsApp-Gruppe. André. Kannst du mal in TS dann schicken. Für die WhatsApp-Gruppe bitte mir schicken. Hä, dir? Weil ich trage es dann im Forum ein. Dann. Letztens hast du noch gesagt, ich soll zu Sumsi gehen. Ja, was denn du? Die Eintragung.
Damit ich es im Forum eintragen kann. Genau, die eigentlichen Einträge. Die Nummer oder Handy. Was? Die Nummer brauche ich nicht. Ich will nur der WhatsApp-Name und Ingame-Name. Ach so. Und schön wäre noch der Real-Life-Name. Die Handynummer ist rein freiwillig. Aus Datenschutzgründen darf ich die nicht von euch verlangen. Ja. Und aus Daten. Ja, ich möchte die auch nicht unbedingt im Forum stehen haben. Dann ja, brauchst du mal eine Gerbe. Brauchst du ja nicht geben. Also okay. Aus Datenschutzgründen. Apropos Datenschutz gerade mal, schön, dass jetzt alle hier sind. Ne? Alle Sachen, die im internen Polizeiforum stehen, egal was, komplett geht an keinen weiteren Beamten. Wenn ich einen erlebe, an keine weitere Person, wenn ich jemanden erlebe, der hier Daten weitergibt, gibt es Ärger mit mir. Weil Datenschutz verstehe ich keinen Spaß. Habe ich eine 1 geschrieben. Es kommen hier zivile, beziehungsweise hier kommen bestimmte Sachen rein, die gehen mal gar nicht. Also wenn die jemand erfährt, dann ist hier Hölle los. Oh mein Gott. Leute, guckt euch bitte mal die Hitbox an, ich lach mich hier gleich tot. Und jetzt dürfen die Leute mal auf Streife gehen, die alle ja, da sind und Lust haben. Müsst ihr euch mal frei machen. Ich komm nicht mehr weiter. Ich will mich dann wieder als Ziff einloggen, gell? Ich mich ja, auch. Das. Was ist denn das eigentlich für ein TS hier? Das ist Sky's TS, also von Skywalker, einem unserer ehemaligen Admins, beziehungsweise noch Hintergrund-Admin. Ach, sind beide frei. Des Weiteren halt, wie gesagt, wenn ich drüben nicht auf dem TS erreichbar bin, bin ich hier auf dem TS erreichbar. Wenn du das bei heißt, beiden nicht erreichbar bist, dann bist du offline. Richtig. Wie gesagt, ihr dürft euch das gerne machen. Also, ich hoffe, ihr habt das jetzt auch alle verstanden, was ich gesagt habe. Ja. Und wie gesagt, so eine Besprechung wird einmal im Monat, wenn nicht sogar wöchentlich stattfinden. Je nachdem, wie ich. Je nach Themenlage, würde ich sagen. Richtig. Die, wo jetzt noch als Kopf da bleibe vom Hauptgebäude sammeln, damit man eine Einteilung machen kann, dann. So, wer möchte denn gerne noch mit mir jetzt kurz ein Einzelgespräch führen? Da gab's doch noch jemanden. Ja, bei mir hat sich's erledigt. Geht denn nicht weg? Wer wollte das jetzt? Wer will das jetzt noch? Hier, ich, Enigma. Ich pack noch ein paar Träger auf. So, und wir andere, die wo als Kopf online bleiben und so weiter, bitte wieder rüber ins andere TS, dass wir da auch verraten. Ich pack noch mein Fahrzeug weg und bin dann weg. Ja.